witzig. Okay, kannst du rausmachen, ich bin bereit. Ja. Ja. Fabians Universe. Kommen Sie rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie man es wahrscheinlich schon gemerkt hat, zeige ich heute einfach mal meine Wohnung, weil ich glaube, dass das ganz interessant sein kann. Ich persönlich gucke mir das einfach gerne an, so Roomtours. Und wie man sieht, hier seid ihr gerade reingekommen. Das ist meine Wohnungstür, habe ich so ein Gegensprechding, wo ich halt irgendwie Licht anmachen kann oder so. Das check ich nicht so richtig oder was anderes halt, um eben die Tür aufzumachen. Und ja, das hier ist dann quasi mein kleiner Flur. Soll ich erstmal was allgemein zu der Wohnung sagen? Also die Wohnung hat 31 Quadratmeter, einen kleinen Balkon und es ist eine Einraumwohnung mit Badezimmer und einer kleinen Küchennische quasi, was aber in dem einen Raum enthalten ist und halt dieser Flur zählt eigentlich nicht wirklich als Raum, deswegen ja, aber es ist halt ein abgetrennter Flur, das war mir eigentlich auch wichtig, weil wenn man so gerade frisch durch die Tür reinkommt, dann ist es nicht gleich so, da steht man nicht gleich so mitten im Raum, ich finde das macht es irgendwie noch ein bisschen gemütlicher. Hier habe ich dann so ein bisschen meine Garderobe. Hier habe ich einen Schuhschrank von Ikea. Ich glaube 99% der Möbel hier sind von Ikea. Es sind wirklich 99, weil mein Bett ist nicht von Ikea. Hier habe ich Schuhe drin, hier habe ich sowas auch von Ikea. So ein Hängeteil, wo ich einfach Jacke aufhängen kann. Hier liegt noch Schlüssel, hier unten habe ich eine Matte. Entschuldigung, die ist ein bisschen dreckig, aber das ist irgendwie der Stromkasten oder so. Aber ich weiß nicht, wie der aufgeht und ich will es nicht kaputt machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in diesen wunderschönen Raum hier rein. Hier hinter versteckt sich das Badezimmer. Hier habe ich einmal den normalen Lichtschalter und halt für einen Heizstrahler im Bad. Ich habe ihn einmal benutzt. Einmal, als mir wirklich kalt war. Aber der bringt halt einfach gar nichts. Aber wir gehen einfach mal rein. Willkommen im Badezimmer. Hier ist leider kein natürliches Licht, also kein Fenster oder so, aber ich glaube, das ist eigentlich normal in Einzimmerwohnungen, dass man da kein Fenster drin hat. Toilette, Waschbecken, Badewannendusche. Ich hasse diese Badewannendusche. Man muss diesen Duschkopf einfach immer festhalten, wenn man duscht. Das ist einfach abschreckend. Das ist ultra nervig. Und ich bin auch nicht so ein Badewannen-Fan, ich habe ja auch noch nie gebadet. Hier habe ich noch so einen Schrank, der ist nicht von Ikea. Den habe ich irgendwo anders gekauft, ich weiß nicht mehr wo, aber er ist nicht von Ikea. Was ist spektakulär, das gibt es nicht. Hier ist noch, hier hinter ist mein Wasserzähler. Ich habe momentan übrigens irgendwie kein Wasser. Also das ist halt die maximale Stufe. Und ja, warmes Wasser habe ich gerade auch nicht. Ich weiß nicht warum, ich muss mich gleich mal informieren, warum ich kein warmes Wasser mehr habe. Okay, können wir wieder rausgehen. Und dann kommen wir hier in den Wohnbereich rein. Kommen wir jetzt in den Wohn-Schlafbereich, würde ich es einfach mal nennen. Ich starte hier mit einem Spiegel, da habe ich so zwei Lichterketten richtig professionell drauf gemacht. Wenn es dunkel ist, sieht das richtig schön aus. Vielleicht bin ich motiviert und blende euch jetzt ein, wie es abends aussieht, wenn es dunkel ist. Aber wahrscheinlich schlafe ich da schon, weil ich müde bin. Hier steht meine wunderschöne Pflanze, hier ist auch eine Lichterkette drin. Da weiß ich gerade nicht. Ach, hier unten. Das war im Winter mein Weihnachtsbaum und dann habe ich es einfach drin gelassen. Hier kommen wir dann zu meinem Bett. Das ist 1,40 Meter breit und das ist, wie gesagt, das einzige Stück in diesem Zimmer, glaube ich, was nicht von Ikea ist. Das muss ich selbst zusammenbauen. Das ist so ein Palettenbett. Also darunter sieht man schon, das sind halt so Bretter und so. Also es sind keine richtigen Paletten, weil es nicht gepasst hätte. Aber ja, so angehaucht an ein Palettenbett. Fand ich sehr, sehr schön und
ist irgendwie das Herzstück in dieser Wohnung, weil ich da, glaube ich, die meiste Zeit verbringe. Hier habe ich dann so eine Lichterkette wieder mal aufgehängt. Und hier unten, das sieht man jetzt nicht, blende ich euch auch ein, wenn es dunkel ist. Eine Lichtleiste, die unten ums Bett rumgeht und dann so ein schönes indirektes Licht spendet. Ja, hier ist der Nachtschrank, das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Hier ist dann der Schrank, da ist auch nichts Besonderes drin, da habe ich nur ein paar Sachen, die halt hängen müssen, so Staubsauger und sowas. Mal auf. Nein, ist unordentlich. Ist egal, komm. Aber einfach mal aufmachen. Tada! Hier haben wir meine Kommode, da sind eigentlich die Hauptsachen von meinen Klamotten drin. Müssen wir jetzt auch nicht aufmachen, weil es erstens nur halb voll ist, weil ich ja eigentlich gar nicht momentan hier bin. Ich bin jetzt nur hier, weil ich eine Exkursion hatte. Und da dachte ich, wir machen mal die Roomtour. Hier oben wieder ein paar Deko-Sachen, Bilder. Dann kommen wir hier zu der unnötigsten Ecke des Raumes. Wirklich, ich habe sie schon gekürt, als ich eigentlich eingezogen bin, durch dieser Sessel. Ich glaube, ich saß da bis jetzt. Ich wohne jetzt, wie lange wohne ich jetzt hier? Fast 2 Jahre. Mhm. Und ich habe mich genau 5-mal reingesetzt vielleicht. Genauso wie diese Lampe. Ich dachte mir so, 18-jähriges Fabian so, ich brauche eine Leselampe, damit ich lese und dann mit so einem Light, Spotlight direkt auf meinen Dings. Und dann habe ich festgestellt, als ich das mal benutzt habe, ist, dass die irgendwie flackert. Und das triggert mich halt richtig. Wirklich dieses Licht halt brauche, weil es dunkel ist und dann flackert das so. What the fuck? Und dann kommen wir hier auch schon zu meinem Balkon. Der ist ein bisschen dreckig, tut mir leid, aber ich mache den nicht sauber, weil ich hier eh nie drauf bin. Zu dem kann man auch nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, ich habe hier nicht mal Möbel, ich habe den eigentlich nur für meinen Wäscheständer. Lohnt sich nicht, da irgendwas zu sagen. Ja, das war quasi mein Wohn-Schlafbereich. Und ich finde es praktisch an der Wohnung und gut geschnitten quasi, dass es abgetrennt ist. Also, dass der Wohnbereich von dem, sag ich mal, Ess-Arbeits-Küchenbereich abgetrennt ist. Weil hier, wenn wir uns jetzt einmal umdrehen, kommen wir in den restlichen Teil der Wohnung. Hier ist halt mein Schreibtisch einfach. Und hier ist meine Küche, die habe ich mitgemietet. Die ist quasi neu gewesen, als ich eingezogen bin. Waschmaschine habe ich selbst gekauft und den Ofen habe ich auch selbst gekauft. Wie gesagt, so die Schränke und alles war halt schon drin. Hier haben wir einfach 2 Herdplatten. Die müssen wir nicht so schnell finden, weil die sind ein bisschen dreckig, weil ich schon ein paar Mal Milchreis überkochen lassen habe. Milchreis ist mir übergekocht. War doch richtig, hä? Okay. Hier unten haben wir den Kühlschrank, der gerade gut gefüllt ist. Das ist nur, weil ich da bin. Ja, das stimmt. Normalerweise ist da nichts drin. Hier haben wir eine Pinnwand, wo ganz viele Postkarten hängen. Und ja, einfach Postkarten hängen. Eigentlich hatte ich vor, da wichtige Sachen dran zu hängen, aber in der Uni gibt es irgendwie keine wichtigen Sachen, habe ich festgestellt dann. Und dann habe ich es halt einfach für Postkarten genutzt. Hier ist mein Drucker, der nicht funktioniert. Der druckt nur noch schwarz-weiß, also kann ich nicht empfehlen. Ja, und hier ist einfach mein Schreibtisch. Hier esse ich meistens auch dran. Hier arbeite ich dran. Manchmal gucke ich auch einfach Serien, mal Mandala, alles Mögliche. Und ja, das letzte zu dem Regal habe ich noch gar nichts gesagt. Hier sind einfach ein paar Uni-Sachen und generell Dokumente drin. Hier zum Beispiel sowas von Biochemie, irgendwelche Hefte. Und hier oben natürlich eine richtig schöne Club-Mate-Flasche, weil Mate ist einfach mein Leben. Das Kokosöl steht eigentlich im Bad. Eine Flasche Wodka, das ist eine besondere Mischung. Das war eine Special Edition nur für mich. Und hier eine wunderschöne Flaschenlichterkette. Ach genau, und halt meine Vorhänge, die habe ich auch mitgebracht. Darüber regen sich manche Personen auf, dass sie halt nicht abdunkeln, aber sie sind schön. Und das, was ist wichtiger, ob sie abdunkeln oder ob sie schön sind? Natürlich, dass sie schön sind. Da hat der Kameramann kurz den Geist aufgegeben. Ich glaube, mehr kann man... Achso, hier habe ich halt nochmal so ein Mini-Tischchen. Da packe ich einfach meine Dreckwäsche rein. Schmutzwäsche. Oder hinten ist die Ecke der Schande, die gucken wir jetzt nicht an, weil da liegt ganz viel Krimskrams, sowas wie irgendwelche Olaf-Kuscheltiere oder Decken, falls ich mal ein Picknick oder so mache. Und ja, hier an der Tür kann man auch noch mal ein paar Jacken oder so aufhängen. Und ja, kann man sonst noch irgendwas dazu sagen? Ach so, vielleicht noch so die Wohnung
wurde quasi für mich, nicht für mich, aber ich war quasi die Erste, die hier eingezogen ist, nachdem sie renoviert wurde. Deswegen ist hier eigentlich alles neu. Die Küche war wie gesagt neu, die Wände hier ist alles neu, die Fenster wurden neu gemacht, der Boden ist neu. Das Einzige, was nicht neu gemacht wurde, war das Bad, aber das war ja noch in Ordnung. Die Türen sind neu. Und das fand ich eigentlich irgendwie schön zu wissen, dass das keiner vor mir benutzt hat. Irgendwie ist das so ein Luxus für mich. Und ja, ich würde sagen, das war's mit meiner Studenten-Wohnungs-Room-Tour. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant, sich das anzugucken. Vielleicht habe ich euch ein bisschen inspiriert. Achso, was sich noch ändern wird in der nächsten Zeit hoffentlich, ist, dass ich mir noch einen zweiten Tisch hole und zwei Stühle, weil, wie man vielleicht merkt, ich habe hier keine Möglichkeit, mich irgendwie mit einer zweiten Person vernünftig hinzusetzen. Und eigentlich wollte ich auch noch Balkonmöbel haben, aber ich setze mich da eh nie drauf. Deswegen, ja, würde ich jetzt wirklich sagen, das war's mit dem Video. Und bis dann!